Grüß Gott, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitz-Arena. So ganz langsam nimmt jetzt in der zweiten Februarhälfte die Kraft der Sonne zu, was ja nicht heißt, dass der Winter schon vorbei ist. Immer wieder erreicht uns schubweise feuchte Polarluft und zwischendrin haben wir Zwischenhocheinfluss mit Sonnenschein. Und den hat auch unsere Livecam hier am Grubistein eingefangen. Tiefblauer Himmel, perfekt präparierte Pisten. So kann es gerne weitergehen, aber es wechselt natürlich wieder. Am Dienstag kommen dichte Wolken, die bringen ein bisschen Schnee oder im Tal auch mal Schneeregen. Aber es sind sowieso keine großen Mengen, die da auf uns zukommen. Allenfalls mal 1, 2 Zentimeter Neuschnee oben auf der Zugspitze und Temperaturen im Tal bis +1 Grad am Nachmittag. Eine der spannendsten Wintersportarten kann man jetzt auch in Bärwang mal testen. Die Rede ist vom Biathlon. Immer mittwochs gibt es auf der Moosloipe eine Laser-Biathlon-Veranstaltung. Dauert 2 bis 3 Stunden und kostet 19 Euro pro Person inklusive Einführung und Lasergewehr. Die Langlaufskier müssen selbst mitgebracht werden. Anmelden kann man sich im Hotel Tanneller in Rinnen. Und die Sonne meldet sich auch mal an in den nächsten paar Tagen, vor allen Dingen am Donnerstag. Nutzen Sie diesen Tag rauf auf die Piste. Die Sonne scheint im Wechsel mit Wolkenfeldern. Vorher am Mittwoch und nachher am Freitag gibt es wiederum ein paar Zentimeter Neuschnee und es wird ein klein wenig wärmer. Hoch hinaus geht es am Mittwoch, am 17. Februar. Da kann man abends zum Fondue auf die Zugspitze schweben. Die Tiroler Zugspitzbahn fährt an diesem Tag durchgehend bis 19 Uhr im 20-Minuten-Takt. Ab 18.30 Uhr startet das Menü inklusive Salatbuffet, Dessert und stimmungsvoller Musik. Eine Anmeldung im Zugspitzressort ist unbedingt notwendig. Ja, und das Wetter passt dann auch wieder am Wochenende. Mehr Hochdruckeinfluss als an den Tagen zuvor. Das bedeutet viel Sonnenschein, ein paar Wolken zwischendurch, die Zugspitze ab und zu mal in Wolken gehüllt und dort oben auf jeden Fall Minusgrade und in dem Tal ein paar Grad plus. Also sehr, sehr angenehm für alle Skifahrer. Lernen von den Besten heißt es am 21. Februar in Ehrwald. Die Sprungbretttour bietet Nachwuchs-Snowboardern eine Basis, um ihrem Traum als Profi näher zu kommen. Mit einer tollen Mischung aus Bekanntem und Neuem dürft ihr euch an diesem spannenden Tag im Funslope der Wettersteinbahnen freuen. Ja, viel Spaß, sage ich auf jeden Fall. Und zum Schluss wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein paar schöne Tage in der Tiroler Zugspitz-Arena. Genießen Sie unsere herrliche Gegend und machen Sie was Tolles. Bis zum nächsten Mal. Servus.